Neue Woche, neues Glück. Heute geht es an den Baum, den wir in der letzten Woche gefällt haben. Jetzt geht es natürlich daran, den zu verwerten. Und wir haben gerade schon mal ein bisschen gequatscht und überlegt, was ist so realistisch. Und sind erstmal zu dem Schluss gekommen, dass wir als allererstes das Teil erstmal entasten und dann vor allem mal ausmessen und gucken, wie lang das überhaupt ist. Schätzungen waren ja 18 bis 20 Meter. Und wenn ich das so sehe, könnte das immer noch gut hinkommen. Locker. Würdest du es nochmal korrigieren, nach oben, nach unten ein bisschen? Würdest du sagen, noch ein bisschen mehr? Nee, ich würde es eigentlich ziemlich genau so sagen. Ja, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, größer, kleiner. Nee. Darum, Säge an, entasten und dann gucken wir mal und dann messen wir mal. Voll machen. Gut, Hälfte verbraucht, ne, von dem Fällen des Baums. Ja, die Säge braucht schon ganz schön Sprit. Ja. Sind ja keine kleinen Motoren. Und dann vor allem dieser Behälter, der ist einfach wirklich Gold wert. Also, würde ich jedem empfehlen, der regelmäßig mit Motorsägen zusammenarbeitet. Naja, geht ja da vor allem auch drum. Man verkleckert nichts und im Wald ist das ja doch schon ganz schön was wert, wenn man nichts verkleckert. Ja, absolut. So, klassischer Fall von Säge eingeklemmt. Ja, Spannung bei einem Ast. Aber wir haben jetzt zum Glück hier noch eine zweite mit am Start. Und ja, jetzt geht es darum, das Ganze zu entlasten, wegzuschneiden, damit Theos Kette wieder rauskommt. Genau, deswegen auch immer zwei Sägen dabei haben, am besten noch eine dritte. Eben. Keile dabei haben, immer genügend Zeug dabei haben, damit man einfach aus so einer Situation auch rauskommt, ja, wieder. Weil so keine Chance. Teamwork. Der Gerät ist entlastet. Sehr cool. Jo, jetzt müssen wir natürlich noch mal messen, wie groß das jetzt ist, ne? Mhm. Ich komme mal das Maßband. Ey, das ist ein Baum, was hat denn der? 22, 23 Meter. Aha, krass. Die Krone habe ich ja jetzt oben schon abgeschnitten. Also ich glaube, man könnte fast schon 25 durchgehen lassen, wenn ich die äußersten Enden nehme da vorne. Ja. 20 sind hier. Ah, das ist schon eine Menge. Und dann kommen noch 5 Meter. Wow. Das ist eine Menge. Und Durchmesser, wie gesagt, 40, ne? Auf Brusthöhe. Auf Brusthöhe, genau. Unten am Hauptstamm hat er über 50 auf jeden Fall. Mit dem 50er Schwert bin ich nicht komplett durchgekommen. Ja, ja. Und selbst die Krone ist halt so massiv schon, ne? Ist jetzt keine kleine Krone, finde ich. Ne, definitiv nicht. Aber das können wir alles irgendwie noch verwenden. Also mal gucken, wie, aber machen wir schon. Sägewerk ist am Start. Gucken. Ja. Ja. So steht's gut, ne? Mhm. Das Sägewerk ist bereit. Diesmal in der 3-Meter-Variante aufgebaut. Wir könnten ja theoretisch noch auf 4 Meter gehen. Das habe ich alles noch hier, die ganzen Teile dazu. Der Grund, warum es nur 3 Meter sind, ist, weil hier der Mindestabstand quasi 1 Meter ist. Wenn wir jetzt das Ganze verlängern, haben wir hier 2 Meter zu überbrücken. Und ich sage es euch ganz ehrlich, bei dem Stamm hier ein über 2 Meter langes Teil überhaupt zu bewegen, wird sowieso eine Herausforderung. Darum gucken wir, dass wir heute vielleicht ein paar kleinere Bretter daraus zaubern können. Die 661 mit dem 50er Schwert ist auch montiert und einsatzbereit. Die muss nur warm laufen. Wir müssen uns, wie gesagt, um den Stamm kümmern, den wir gleich zur Sägen werden. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier für schöne Bohlen rauszaubern. Ich denke mal, hier stecken viele Quadratmeter Bodenbelag in diesem Stamm tatsächlich drin. Von der Qualität her ist es ja sehr gut, haben wir schon abgecheckt. Darum werden wir das gleich verarbeiten, dass es erst gar nicht vergammelt, sondern dass wir hier richtig schöne Bretter für das ein oder andere Folgeprojekt haben. Worauf bist du gespannt? Was sind so deine Erwartungen? Ja, auf die Schnittergebnisse auf jeden Fall. Mhm. Wie gerade das wirklich wird. Natürlich 661 hatte ich jetzt noch nicht in der Hand. Bin mal gespannt, wie viel Power die so hat, was die an Leistung hat. Mhm. Ob sie mehr als die 500i hat. Ansonsten natürlich auf die Maserung der Stämme. Da bin ich auch gespannt. Ja, man muss doch spontan sein. Einfach auch mal das Sägewerk umstellen. Das kriegen wir hin. Den schneiden wir noch ab. Ja. Sehr gut.
Die erste Schwarze ist auf jeden Fall ab. Was meinst du? Sieht echt super aus. Das Sägewerk geht ne? wie Sau. Ja, weil es natürlich noch nicht so dick und so vom Material. Ja, aber gut, die 661 zieht gut. Ja. Standgas ist ein bisschen niedrig irgendwie, aber mal gucken. Mhm. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir das Ganze einmal um 180 Grad drehen. Wir haben es gerade abgeschnitten, damit uns der Baumstamm nicht verrutscht. Wenn wir jetzt immer mehr Bretter quasi abschneiden, würde es irgendwann passieren, wenn wir über die Hälfte des Stammes kommen, dass uns das Ganze in der Führung hier verrutscht. Und wir werden immer die gleiche Brettstärke haben, alles so identisch bleiben. Darum haben wir oben die Schwarte abgesägt, damit wir es jetzt umdrehen können, dass es immer auf dieser Seite auf dem Sägewerk aufliegt. Das ist die Parallele im Prinzip, die wir dann haben zum Schnitt. Genau. Und da wir hier Spezialleute sind, machen wir das hier nochmal runter kurz. So. Ja. Jetzt lösen wir hier die Klemme wieder. Zack. Die andere auch. Und jetzt können wir das Ding einmal drehen. Einmal einfach drehen quasi, genau. Es ist halt gar nicht so leicht, aber machbar. Ja, und wenn mir liegt, bei dir auch? Na klar. Alles gut? Schön. Das heißt, Klemme wieder dran. Fun Fact an dieser Stelle, ich hatte auch mal ein paar Bretter gesägt, habe davon auch ein Video gemacht und habe gar nicht gemerkt, das habe ich erst beim Video schon hinterher gemerkt, dass ich hier einmal durchgesägt habe. Durch diese Klemme. Durchs Alu. Genau. Es war kein Unterschied zu merken von der Intensität. Es ging da durch wie Butter. Gut, wir haben auch noch die Sägeblattstärke. Vielleicht kriegen wir 6 Bretter raus mit einer Stärke von 3,4 cm. Ja. So, was ist dein Fazit? Was meinst du? Super cool. Ganz krass, einmal frei. Ne? Jetzt die erste Bohle. Mal gucken, wie sie aussieht. Ja, mal schauen. Lass mal schauen. 5 cm stark. Hier aus dem Baum direkt raus. Super coole Maserung. Finde ich richtig nice. Ja. Weiß ich nicht, was haben wir denn jetzt für ein genaues Maß? Haben wir genau 3 Meter oder ein bisschen mehr? Ich habe nicht gemessen, Tim. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe ein bisschen mehr angerissen tatsächlich. Hast du einen Zollstock? Ja. Perfekt. Ich würde mal genau, weil wenn wir lieber eigentlich prinzipiell ein bisschen mehr, weil kannst du halt noch abschneiden. Viel. Ja. Wenn wir jetzt so 3,5 Meter oder so haben, wäre halt geil. 2,96. Ja. Ein bisschen zu kurz, aber ist nicht schlimm. Nummer 2. Nummer 2. Wow. Und das ist eine richtig geile, ne? Jetzt kommt der Kern raus. Zack. Perfekt. Ja. Ja, also Theo, du hast jetzt auf jeden Fall 4 oder 5 Bohlen geschnitten. Ja. Nee, 6 sogar 6. mit den Abschnitten und so. Was ist dein Fazit? Einwandfrei das Sägewerk, also es läuft sauber, die Bohlen werden schön gerade. Vibriert sehr wenig an den Händen, bin ich erstaunt, hätte ich gedacht, dass mehr vibriert irgendwie so. Ja. Und sonst, die Säge macht saubere Dienste. Also kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben hier das Teil, ne? Ja, das war auch so mein erster Eindruck. Was halt wirklich ein Vorteil ist, dass dieses Teil hier mobil ist. Wir können das, wie gesagt, von da hinten haben wir es jetzt einfach hier vorne hingestellt, dann sind die Wege ein bisschen kürzer für uns und ist absolut machbar. Damit alleine zu arbeiten mit solchen großen Stämmen ohne Radlader, ohne Bagger, ist es unmöglich fast. Also da geht nicht viel irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Wenn man aber irgendwie Möglichkeiten hat, die Stämme hochzuziehen, ist es eine andere Kiste. Ja. Ja. Was ich auch ganz interessant finde, dass man das Teil hier x-beliebig erweitern kann, immer in Meterstücken. Das heißt, man kann 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter Bäume quasi damit zu Dielen verwandeln. Und das ist wirklich ein Game Changer. Es bedarf keiner Wartung, außer ein bisschen Öl hier, ein bisschen Fett da, aber dann ist das hier eine einwandfreie Sache. Ach, und den Astet haben wir den Baum natürlich auch noch, ne? Alles schön im Anhänger erstmal, schön sauber aufgeräumt, einwandfrei. Säge eingeklemmt, war ja alles heute mit dabei. Na klar. Und es ist nicht schlimm, wenn man eine Säge einklemmt. Das gehört auch mit dazu. Wichtig ist nur, dass man weiß, wie man sich helfen soll. Wir werden jetzt noch weitermachen und mal den ganzen Baum versuchen, noch in Bretter zu verwandeln. Dann gucken wir mal, wie viel das noch ist. Wir haben auch überlegt, ob wir hier draus direkt Balken schneiden, aber Balken in den Dimensionen, wie wir sie zum Beispiel für die Waldhütte bräuchten, kriegen wir hier nicht raus, weil wir nicht so ein langes Sägewerk haben und weil es auch einfach viel zu schwer ist irgendwann.
Das wäre natürlich Next Level Shit hier für uns, dass wir das eigene Holz aus dem Wald nehmen, um zum Beispiel die Dachkonstruktion für die Waldhütte zu bauen. Aber das geht leider jetzt mit den Mitteln aktuell nicht. Das wäre richtig exzellent. Und was ich auch finde, dass das Holz eine gute Qualität hat. Dafür, dass der Baum befallen war, ist es noch richtig, richtig gut. Naja, jetzt gerade noch den Zeitpunkt abgepasst, dass das Holz sauber bleibt. Ja. Und die Dielen hier, die dienen auf jeden Fall dann für den Boden für ein kommendes Projekt. Da gibt es schon eine Idee und gucken, wann es damit losgeht. Ansonsten, Freunde, wenn ihr mehr von solchen Holzsachen sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und schaut vor allem bei Theo bei Instagram mal vorbei. Der lädt ja täglich coole Sachen hoch von Workshops oder auch von Figurenstützen, was er wirklich mit Perfektion macht und entwickelt sich auch immer weiter. Also supportet ihn da ruhig, guckt bei Instagram mal rein, folgt ihm da. Und ja, vielleicht seht ihr euch ja auch mal auf der Straße oder so, dann sagt ihm ruhig auch mal Hallo.